Ja, herzlich willkommen zurück zu dem Vortrag Workshop von Julia Seliger. Auch die haben wir aus Berlin einfliegen lassen. Es geht um Legalisierung von Drogen, verschiedene Modelle. Es ist ein Mitmachvortrag. Also es geht auch vor allem um Diskussionen und Workshoppen dabei. Julia, vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Viel Spaß. Jo, danke für die Einladung. Ich erzähle erstmal was zu mir, damit ihr auch wisst, warum man Drogenpolitik machen kann und warum ich das mache. Also ich mache seit 2002 Drogenpolitik, unter anderem auch bei der Hanfparade war ich ein paar Jahre im Orga-Team. Die Hanfparade ist die größte deutsche Demo für Legalisierung von Cannabis und Cannabisprodukte. Da finden aber auch regelmäßig eben andere Drogen statt, also die werden da auch erwähnt und das ist dann auch immer regelmäßig Objekt von Diskussionen. Darauf gehe ich aber später noch ein. Da gibt es in anderen Städten auch Hanfdemos. Also ich habe zum Beispiel die Hanfdemo in Köln mit organisiert, allerdings hat die in diesem Jahr nicht so gut stattgefunden. Da gab es Probleme, es gibt immer wieder dann auch so Probleme bei Drogendemos, was aber eher an anderen Dingen liegt und nicht daran, dass der Staat es jetzt den besonders schwer macht. Techno und Drogen ist natürlich auch ein Thema. Ich hätte gedacht, da kommen jetzt vielleicht auch ein paar mehr, mit denen ich das dann diskutieren kann. Natürlich trifft man, wenn man auf Techno-Partys geht, auch auf Drogen. Und ich wage die Behauptung, dass das auch gewissermaßen zusammenhängt. Ich war aktiv bei der Grünen Jugend, abgekürzt GJ, das ist dem Platz geschuldet. Bei der Grünen Jugend haben wir das Konzept eines Drogenfachgeschäfts uns überlegt. Das soll hier auch Thema sein, allerdings nur dahingehend, dass wir uns vielleicht auch nochmal überlegen, wie man es vielleicht auch nochmal anders machen kann. Das Drogenfachgeschäft kann man im Internet klicken und sich da eben durchlesen, wie die Grüne Jugend sich die Legalisierung vorstellt, die jetzt hier auch schon das nächste Stichwort ist. Ich werde hier ein Plädoyer halten für eine liberale Drogenpolitik, die eben auf Entkriminalisierung und Legalisierung setzt. Jetzt das nächste, ein kleiner Witz, ne? Aufregendes Politikfeld ist Drogenpolitik natürlich. Ich sehe jetzt nicht so viele Leute hier noch, die dieses Politikfeld bearbeiten möchten, sondern es sind sehr wenige Leute da für die Leute, die im Stream zuschauen. Ich hoffe, es sind da mehr. Ich plädiere aber, dass sich mehr in diesem Bereich engagieren, weil es nicht nur aufregend ist, weil es nicht nur Sex, Crime und Feierei ist, sondern weil es eben auch wichtige Bereiche zwischen Rechtsstaat und Gesundheitspolitik berührt und für einen selbst vielleicht auch, wenn man auch mal Drogen konsumiert, auch neue Erkenntnisse in Gehirn und Geist ermöglicht. So, zum Warm-up schlage ich vor, wir machen mal was, was bei der Piratenpartei vielleicht gar nicht so beliebt ist, nämlich einfach mal Zwischenrufe machen. Und zwar die Aufgabe ist es, sagt mir Orte, an denen man Drogen kaufen kann. Bahnhof, Görlitzer Park, aber da muss man Ausweis vorzeigen. Amsterdam. Bahnhof. Festival. Supermarkt. Apotheke. Freunde. Chemielabor, selber vorstellen, produzieren. Piratenstammtische. Internet. Ja, Bitcoin bezahlen. Ja, wir haben das bekommen. Gut, Freunde, also ja, sehr gut. Wir sehen also, Drogen sind überall. Ganz wichtige Sache, auch wenn von der Politik immer gesagt wird, wir haben das Ideal der Abstinenz, sind Drogen doch überall, in Arbeit,
Alltag und Freizeit ist meine These. Wichtig in dem Politikbereich ist eben auch, man könnte sagen, es ist auch Rauschpolitik. Schade, dass MS Pro nicht da ist. Drogen haben natürlich auch was mit Kontrollverlust zu tun. Wer schon mal Alkohol getrunken hat und wer schon mal zu viel Alkohol getrunken hat, weiß, dass man dann betrunken wird, was dazu führt, dass man vielleicht auch Dinge tut, die man vorher nicht so geplant hat, weswegen es auch wichtig ist, eben drogenmündig zu sein. Also wichtiger Begriff bei der grünen Jugend in dem Drogenfachgeschäft ist der Begriff der Drogenmündigkeit. Ja, wir müssen uns ja eben ganz genau fragen, was passiert eigentlich, wenn wir Drogen legalisieren? Werden dann alle Leute Drogen nehmen? Geht dann niemand mehr zur Arbeit? Und machen die Leute super gefährliche Sachen und springen alle von den Brücken. Diese Argumente werden euch gesagt werden, wenn ihr Drogenpolitik macht. Drogen sind natürlich eben genau, viele Leute sind krank, Drogen helfen gesund zu werden. Wir hatten hier ja auch schon den Bereich Apotheke und überhaupt der Begriff der Gesundheit ist meiner Ansicht nach ziemlich wichtig in der Drogenpolitik. Nicht, weil wir jetzt so eine Nanny-Politik machen wollen, sondern weil man sich grundsätzlich über Gesundheit mal Gedanken machen kann. Das wird in der Abschlussdiskussion auch nochmal zum Thema werden. Ja, in drogenpolitischen Kreisen, die oft auch ein bisschen schratig sind, weswegen vielleicht auch mal komische Begriffe sich erdacht werden, ist der Begriff des Substanzfaschismus ganz beliebt. Wer kennt diesen Begriff? Ja, sehr schön. Also damit ist gemeint, dass man hingeht und sagt, ja, Cannabis ist gut, aber die Leute, die Heroin nehmen, die sollen doch verrecken. Ein aktuelles Beispiel hierzu. Kürzlich ist mit Anthrax versetztes Heroin aufgetaucht. Dann gab es eine Warnung vom Deutschen Hanfverband. Und diese Diskussion auf Facebook kann man sich mal durchlesen. Da sieht man dann, wie intolerant Cannabiskonsumenten sind, wie intolerant diese Hanfhosenträger sind. Früher ein sehr berühmter Ort, wo sich viele von denen aufhielten, war die Hanfburg, heute Pflanzburg. Das sind eben Leute, die ihre Droge, Cannabis, vergöttern und sagen, alle Leute, die andere Drogen nehmen, sind doof. Das nennt man in drogenpolitischen Kreisen Substanzfaschismus. Auch ein kleines Wort zur Suchtpolitik der Piratenpartei. Auch hier rate ich dazu, vielleicht nochmal über den Begriff nachzudenken. Zumindest ist es so, dass die Suchtpolitik ein Begriff der Konservativen war, wo man sich lange auch in drogenpolitisch linken Kreisen bemüht hat, diesen Begriff wegzubekommen und zu sagen, das ist keine Sucht, das ist Abhängigkeit. Also es gibt ja auch noch den Begriff der Suchtmittel. Das sind alles alte Begriffe, die eben auf dem Dogma fußen, dass jeder Drogenkonsument krank sein muss. Und dieses Dogma sollte man schleunigst überwinden, sage ich. Und wie gesagt, zu schadensminimierenden Ansätzen kommen. Das hört sich vielleicht alles immer nicht so schlimm an, aber wenn man genau hinhört bei eben solchen Äußerungen wie von den Cannabis-Substanzfaschisten, die dann eben sagen, dann sollen sie es eben nicht nehmen zu den Heroinkonsumenten, ist ja ganz klar, dass das keine Lösung ist. Wenn jemand abhängig ist von Heroin, dann soll er einen Reinstoff kriegen, dann soll er aber nicht verrecken. Ja? Also so muss man das ja einfach mal sehen. Und für viele Politiker ist eben die einzige Lösung die Abstinenz gegen gestrecktes Gras oder andere Probleme. Und da muss man eben gegenreden und das ist ganz schön schwer. Warum muss man legalisieren? Erstens, das Drogenverbot ist willkürlich. Dazu kann man sich dann hier gleich mal die sogenannte Nutt-Skala ansehen. Ich schalte gleich die Folie zurück. David Nutt ist ein Forscher aus Großbritannien, der mehrere Studien gemacht hat zu Drogen und zur gesellschaftlichen und zur Fremdschädigung, das ist die gesellschaftliche Schädigung, zur Eigenschädigung. Der hat in der ersten Studie das auch nochmal auf andere Faktoren oder wie man das in der sozialwissenschaftlichen Wissenschaft nennt, ich weiß es nicht, ausgebreitet. Der hat es, glaube ich, nach drei Sachen ausgebreitet. Aber ich habe jetzt hier einfach mal die zweite Studie genommen und stelle einfach mal die Frage, wen überrascht diese Reihenfolge?
Niemand. Das finde ich interessant, weil zumindest LSD doch sehr häufig als sehr gefährliche Droge gilt. Gut, wir haben hier sehr viele erfahrene Konsumenten. Ich kenne aber auch erfahrene Konsumenten, die trotzdem der Meinung sind, dass LSD nicht einfach so im Supermarkt verkauft werden soll, sondern zumindest vorher, dass man sich da vorher gut informiert haben soll. Man sieht zudem, ganz vorne ist der Alkohol, auch noch mit einem ganz großen Grad an Fremdschädigung. Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich nehme aber an, dass es damit gemeint ist, wie eben dein soziales Umfeld durch den Konsum dieser Droge in Mitleidenschaft gezogen wird. Also zum Beispiel, wenn du mit jemand zusammenlebst, der von Alkohol abhängig ist, dann ist das kein Spaß. Ja, bitte? Deinen persönlichen und... Also meiner Ansicht nach bezieht sich das auf alles. Ich weiß es aber nicht. Aber wichtig, wichtig ist auf jeden Fall, sich diesen Herrn Natt mal anzusehen. Das wird auch in der Drogenpolitik immer gesagt, dass man diese Skala mal ein bisschen bekannter machen soll, weil eben die sehr schön die Willkür des Drogenverbots deutlich machen. Jetzt muss ich irgendwie zurückkommen. Ich mache es einfach mal ganz billig. So. Also das Drogenverbot ist willkürlich, das Drogenverbot ist aber auch schädlich. Wem fallen da Bereiche ein? Ja? Also einerseits in der Medizin, weil schwerstkranken Menschen, also viel Schmerzlinderung und natürlich aber auch schädliche, gestreckte Sachen, die verkauft werden auf der Straße, die ja nicht kuriert sind. Richtig. Ja? Genau. Genau, das habe ich bei schädlich. Also ich habe jetzt auch schädlich, also das deins mit den zum Beispiel Cannabis-Patienten, das würde ich eher, bei das Drogenverbot ist gemein, habe ich das eingerichtet, aber schädlich ist es genau an dieser Stelle natürlich auch. Bitte? Du hast halt eine Ausweichbewegung von harmlosen Substanzen wie Cannabis in Richtung gefährliche Substanzen wie Alkohol. Das ist natürlich auch ein Schaden, der entsteht, weil wir gesehen haben, dass der Fremdschaden bei Alkohol deutlich höher ist als bei Cannabis. Ja, also ich habe sogar schon mal gehört, aber ich will jetzt genau, jetzt will ich nicht meine deine Droge machen und sagen, es ist prinzipiell besser, wenn Leute Cannabis konsumieren anstatt Alkohol, weil es natürlich auch immer eine individuelle Sache ist. Aber ja, also ich habe, und ich habe auch schon mal gehört, dass man Alkoholismus auch in Einzelfällen mit Cannabis bekämpft. Also es ist besser, es zu kiffen als. Ja, ist das so? Interessant. Schädlich ist es auch, ja. Ganz genau. Also du hast keine Drogenkonsumkultur. Du kannst, es gibt kein offenes Sprechen über Drogen. Du kannst du kannst mit deinen Eltern im Allgemeinen nicht übers Kiffen sprechen, weil die Eltern dann denken, dass du auf dem Weg bist in die Heroinsucht. Die Eltern wissen auch nicht Bescheid. Die Eltern wissen auch nicht, dass gute schulische Leistungen und Cannabiskonsum durchaus also miteinander vorkommen können, sage ich mal so. Es gibt auch sogar Studien, aber das würde ich jetzt nicht verallgemeinern. Also es gab ja letztens eine Studie dazu, dass Cannabis dumm macht, und natürlich ist es total schädlich, wenn man in seiner, also ich würde auch nicht dazu raten, im Abitur die ganze Zeit zu kiffen, auf Techno-Partys zu gehen und jedes Wochenende Ecstasy zu nehmen. Individuell kann es möglich sein, dass man dann trotzdem das Abitur schafft. Ich würde aber eher davon abraten. Trotzdem gab es aber letztens auch mal eine Studie, wo gesagt wurde, dass die Schüler, die Cannabis konsumieren, durchschnittlich ein bisschen bessere Noten haben. Wolltest du was sagen? Nee. Ja? Ja, ich bin ja keine Moderatorin, ich kann das nicht gleichzeitig auch noch machen. Hier, es ist auch, also das Drogenverbot ist natürlich auch schädlich,
weil es zur Verbreitung von AIDS beiträgt, weil man bei Spritzen, weil es eben keine vernünftige Spritzenausgabe gibt. Es gibt immer wieder Diskussionen über Spritzen im Knast. Und wenn die Leute sich Spritzen teilen, dann führt das eben auch dazu, dass sie sich leichter mit Krankheiten anstecken. So, das Drogenverbot ist teuer. Welche Kosten kommen da wo rein? Ja, einfach mal reinrufen. Ach nee, geht ja nicht. Wegen dem Internet, genau. Kontrollen, also Zollkontrollen, auch Verfolgung natürlich von Dealern, also die normale Strafverfolgung. Allein das sind, glaube ich, immense Kosten, die da schon entstehen. Genau, Repression. Und natürlich, wenn man es besteuern würde, könnte man natürlich auch Steuereinnahmen generieren. Und ganz auch die genau. Medizinische Versorgung durch dreckige Drogen, halt wenn irgendwas verunreinigt ist, man konsumiert ist und hat deswegen irgendwelche Dinge, die nicht geplant sind, die... Und die Beschaffungskriminalität. Ja. Justizvollzug. Ja. Teuer. Genau wie bei Schwarzfahrern. Ich würde mal sagen, genau, also Justiz, Polizei, Verfolgung, das nenne ich alles Repressionskosten. Dann gibt es eben die Gesundheitskosten, nicht nur aufgrund von gestrecktem Gras, weil da jetzt jemand dann behandelt werden muss, sondern weil er jetzt dummerweise da Anthrax mitgeraucht hat oder sonst was oder Plastik. Oder das war Bleisulfid damals in Leipzig. Aber auch natürlich die ganzen Drogen, Psychobehandlungen, die man dann vielleicht doch machen muss. Also weil man eben sich nicht vorher in einem offenen Sprechakt an seine Peer Group, seine Eltern oder sonst wen wenden konnte und dann eben behandelt werden muss, weil es dann eben zu schlimm geworden ist. Und natürlich die Drogensteuern. Der Deutsche Handverband hat ausgerechnet, dass sich das auf bis zu 3 Milliarden Euro im Jahr summiert. Hoher Betrag. Aber der hat da so eine Rechnung gemacht. So, das Drogenverbot ist gemein. Wie gesagt, medizinisches Cannabis, da kommen die Patienten immer noch nicht gut ran. Hätte ich jetzt bei Schädlich noch sagen müssen, es kann auch nicht vernünftig geforscht werden. Zum Beispiel an Cannabis, du musst dir dann deine Pflanzen total kompliziert genehmigen lassen. Psst. Und also es könnte alles viel einfacher sein. Die Leute, die medizinisches Cannabis bekommen, die sind gut dran. Die vielen, die die Pillen bekommen, die dann nur den Extrakt, nicht den Extrakt, sondern eben einzelne Substanzen aus dem Cannabis kriegen, die sagen, dass das nicht so gut wirkt, wie wenn sie eben die Pflanze rauchen würden. Ja? Kurze Zwischenfrage. Gibt es in Deutschland eigentlich medizinisches Cannabis? Also, dass Leute es rauchen können? Also, gibt es da Modelle versuchen in Deutschland? Oder? Also, ich kenne eine Person, die medizinisches Cannabis kriegt. Und es gibt mehrere Urteile dazu. Das müsste man sich alles nochmal durchlesen. Aber medizinisches Cannabis wird, da gehen wir später auch noch drauf ein, das wird in der Szene als das gesehen, wo drogenpolitisch in nächster Zukunft wahrscheinlich Erfolge, also Fortschritte erzielt werden im Bereich der Liberalisierung. Weil es einfach so ein himmelschreiendes Unrecht ist. Also es sind nur Einzelleute. Also Ich weiß nicht, wie der Status da aktuell ist. Also bevor es die Urteile gab, mussten die Leute es in so Panzerschränken aufbewahren. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. So, und das These, das Drogenverbot entfaltet seine Wirkung nicht. Hier kann man natürlich immer das Ganze so und so sehen. Und wir wissen natürlich nicht, was kommt, wenn legalisiert wird. Aber was ein Fakt ist, dass in der Welt jedes Jahr mehr Drogen konsumiert werden als zuvor. Also es steigt weiter an und es werden immer mehr Drogen produziert. Das heißt, es ist einfach nicht der richtige Weg und es müssen da einfach andere Ansätze gefunden werden. Ach ja. Ja, da gibt es aber ganz viele Gesetze, zu denen ich auch nicht so viel weiß. Ich weiß, es gibt die Single Convention on Narcotic Drugs. Das ist ein UN-Beschluss, der einer Opiumkonvention nachgefolgt ist. Da sind einzelne Substanzen drin verankert. Da wird eben drin gesagt, dass die Staaten Maßnahmen zu treffen haben, um Drogenmissbrauch zu verhindern.
Ja, und in dieser Single Convention on Narcotic Drugs sind die meisten Länder Mitglied, auch die Bundesrepublik Deutschland. Die Single Convention wurde 1961 beschlossen, also ist schon ein paar Jahre da und trat 1964 in Kraft. So, dann gibt es das Betäubungsmittelgesetz. Das ist ein Gesetz, das 1971 beschlossen wurde. Es gibt, was auch noch wichtig ist für die Drogenpolitik, das Arzneimittelgesetz, über das in letzter Zeit immer mehr Dinge geregelt werden. Und genau, also damit muss man sich dann auf jeden Fall auch beschäftigen. Eine wichtige Institution ist die Bundesdrogenbeauftragte. Das ist zurzeit Mechthild Dückmanns von der FDP. Die hat sich jetzt nicht besonders hervorgetan mit irgendwas. Ja, also bei den Bundesdrogenbeauftragten kann man aber auch immer fragen, ist es vielleicht besser, wenn sie nicht so viel sagen? Also bisher gab es da einfach, also da war es einfach nicht besonders, also es war immer nicht so viel Spaß mit den Bundesdrogenbeauftragten. Aber man kann sich natürlich an sie wenden und fordern, dass sie irgendwas tun. Aber auch die Dückmanns ist jetzt kein Lichtblick. Was auch drogenpolitisch immer sehr häufig beklagt wird, das Fehlen einer bundeseinheitlichen geringen Menge für Cannabis. Ja, in manchen generell auch unterschiedliche Rechtspraxen und Polizeipraxen. So ist es so, wenn man in Bayern mit einer sehr kleinen Menge erwischt wird, dann wird wahrscheinlich angeklagt. Wenn du in Berlin erwischt wirst, dann muss es bis zu 15 Gramm fallen gelassen werden. Ist das richtig, De Beer? Es muss fallen gelassen werden? Nee, bis 10 Gramm muss, bis 15 Gramm kann. Aber eben gerade mit dem Hinweis darauf, dass ja auch unsere großartige Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ebenfalls von der FDP ja schon angemahnt hat, dass man doch bitte diese Regelung einheitlicher machen solle bundesweit, denken ja speziell unsere CDU-Senatoren in Berlin schon darüber nach, die Menge abzusenken wegen der Einheitlichkeit. Gibt es denn da einen Prozess im Bundesrat, weißt du das? Ich weiß es nicht. Das Betäubungsmittelgesetz spricht ja nur von eben dieser geringen Menge, bei der dann von einer Verfolgung abgesehen werden kann. Da steht allerdings keinerlei Definition, was denn eine geringe Menge sei. Ich meine, manche Leute sehen bestimmt auch so eine große blaue Mülltüte voller Hanf irgendwie als gering an. Das Bundesverfassungsgericht hatte aber in diesem Recht auf Rauschurteil auch gesagt, dass es natürlich schön wäre, wenn die Länder, die da von ihrer Kompetenz natürlich Gebrauch machen können, das festzulegen, sich da irgendwie abstimmen könnten. Also meines Wissens gibt es im Recht eine geringe Menge, eine Menge und eine nicht geringe Menge. Und du kannst, glaube ich, schon nicht 5 Kilo, du kannst die geringe Menge schon nicht auf 5 Kilo anheben. Aber genau, also ich finde es, also diese geringe, die Forderung aus der Drogenpolitik ist trotzdem nach einer bundeseinheitlichen geringen Menge, damit es so. Aber genau, das muss in Berlin beobachtet werden. Also ich habe mir gerade nochmal die Karte angesehen, die geringste geringe Menge ist in Mecklenburg-Vorpommern, komischerweise, wo ziemlich lange eine eher höhere geringe Menge war. Und hohe geringe Mengen sind in Berlin, in Niedersachsen, in Bremen, in Rheinland-Pfalz wurde sie angehoben. Ja, genau. Du hast auch gerade auch schon das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1994 angesprochen. Das ist ein berühmtes Urteil, kann man sich auch durchlesen. Ich habe Recht auf Rausch jetzt in Anführungszeichen geschrieben, weil es auch einen Streit darüber gibt, ob es jetzt wirklich so ein Recht auf Rausch damit gibt. Gut, aber das Bundesverfassungsgericht hat eben eingefordert, dass es eine solche geringe Menge geben muss, was eben viele Leute mit dem Recht auf Rausch gleich einsetzen. Dann gibt es die Führerscheinproblematik in der Drogenpolitik, nicht nur in der Cannabispolitik, sehr wichtige Sache. Es ist eigentlich skandalös, also während ein Alkoholkonsument blasen muss und dann eben festgestellt wird, ob er fahrtüchtig ist oder nicht, wird bei Konsumenten anderer Drogen angenommen, pauschal, dass sie nicht zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet sind, wenn Drogen bei ihnen gefunden werden. So.
hier fordern Drogenpolitiker eben auch die Einführung von so Grenzwerten. Ja, und dann eben ganz wichtige Sache, also wichtig auch für die drogenpolitischen Kampagnen der nächsten Zeit, Cannabis als Medizin, sollte man sich merken. So, ach ja, genau, dann habe ich hier nochmal versucht, ein paar Sachen zusammenzuschreiben, größeren Überblick. Also es gibt den War on Drugs, da habe ich gerade nochmal bei Wikipedia nachgelesen, das gibt es schon länger als Nixon, gab es den Begriff auch schon, aber mit Nixon ging das los und für mich kam der also den Begriff gibt es einfach, der ist Teil der US-amerikanischen Drogenpolitik. Ich habe den dann irgendwann kennengelernt, 1992, als ich so alt war, das zu verstehen. Ja, gibt es immer, ist immer da und ist eigentlich auch ein sehr schönes Wort für beide Seiten. Es gibt den Drogenkrieg in Mexiko, wo man eben, wie De Beer ja auch schon gesagt hat, Failed State, in manchen Regionen Mexikos gibt es dann, zerfällt die Staatlichkeit, weil es dort eben Banden organisierter Kriminalität gibt, die da eben das Recht selber machen. So, es ist einfach alles eskaliert und die Drogen werden halt durch Mexiko in die USA gebracht. Es gibt natürlich auch anderswo Drogenanbaugebiete und Drogenstrecken, also zum Beispiel Opium in Afghanistan. Da gab es ja auch so Debatten, dass die Leute lieber Rosen anpflanzen sollen anstatt Opium. Und sowas. Also es ist alles sehr schwer zu lösen. Und es gab, also logischerweise bauen die Leute da keine Rosen an, weil sie natürlich fürs Opium mehr Geld bekommen. Und hier gab es auch schon Forderungen eben nach Entkriminalisierung. Häufig, weil so Menschenrechtspolitiker trauen sich häufig dann eben, möchten dann vielleicht auch nicht so mit den Drogenpolitikern ein sein. Also es gab zum Beispiel Tom Königs, den Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses des Bundestags, der sich da eben auch stark gemacht hat für eine Entkriminalisierung. Es gibt Lichtblicksituationen in Portugal zum Beispiel, wo mir gesagt wird, also ich kenne mich da selber nicht so gut aus, ich war da auch noch nie, war vielleicht jemand von euch schon mal in Portugal und weiß, wie das da praktisch abgeht? Gut, da soll Cannabis zumindest praktisch legal sein, ohne dass die aus der Single Convention ausgetreten sind. Ich habe letztens auf FTD.de gelesen, also bei der Financial Times, dass der Staat in Uruguay den Leuten 40 Gramm Cannabis im Monat ermöglichen will. Am Anfang von Obama gab es auch noch Hoffnung, da hat Cannabis auch eine verhältnismäßig große Rolle gespielt in der Debatte. Davon ist jetzt natürlich auch nicht mehr so viel geblieben. Und vielleicht auch wichtig, wenn man sich für internationale Drogenpolitik interessiert, ist die Free Dana Bill Kampagne. Wer hat davon schon mal gehört? Kann man auch mal googeln. Free Dana Bill, das ist so ein Typ, der wurde schon erwischt mit einer nicht geringen Menge, kann man so sagen. Aber trotzdem ist er eben bekannter Drogenaktivist und da gab es eben eine sehr starke Kampagne. Es gab im letzten Jahr ein Statement von der sogenannten Global Commission on Drug Policy. Das ist keine offizielle UN-Institution, allerdings hat die Presse das dann gedacht, als sich die Global Commission on Drug Policy hingestellt hat und mal ein Statement rausgehauen hat und gesagt hat, der Krieg gegen die Drogen muss beendet werden, die Staaten müssen endlich vernünftige schadensminimierende Maßnahmen ergreifen. In dieser Global Commission on Drug Policy sind viele prominente Ex-Politiker aus dem Bereich Drogenpolitik, aber eben auch internationale Politik, UN-Politik, Friedenspolitik. Etwas, was wir noch haben in der aktuellen drogenpolitischen Situation, womit man handeln muss, ist, dass ständig neue Chemiedrogen auf den Markt kommen. Das liegt daran, das ist sehr interessant auch für die Piratenpartei, durch das Internet ist es sehr einfach geworden, Rezepte und Handelsbeziehungen einzugehen mit anderen, zum Beispiel mit Laboren in China. Wird ein Stoff verboten, kommt das also neu in diese Kataloge hinein, dann ändert man einfach so eine kleine, Acetylgruppe oder sonst was. Also baut die chemische Substanz einfach ein bisschen um. Es bleibt dann aber bei der Wirkung. Das heißt, du kannst den Stoff dann sogar wieder legal herstellen. Und die kommen mit den Verboten
nicht mehr nach. Und das ist jetzt nicht nur eine Behauptung von so ein paar paranoiden Drogenpolitikern, sondern das stand auch schon in der Pharmazeutischen Zeitung und auf Focus.de und sonst wo, dass wir eben ständig neue Chemiedrogen auf den Markt drängen sehen. Und wie gesagt, es ist wirklich völlig logisch, Internet, müsste man mal gucken, wo die Rezepte getauscht werden, ob es da Foren gibt. Na, ich wollte dazu einen Artikel schreiben, hat die Taz aber abgelehnt. Ich finde es eigentlich eines der interessantesten Themen zur Zeit überhaupt. Man müsste einfach mal ein bisschen eine kleine Reise machen in die Labore. Gut, also ein Phänomen des Internets, ständig neue Chemiedrogen. Ein Phänomen der Prohibition und des Cannabisverbots, gestrecktes Gras in Leipzig und anderswo. Ich habe es früher schon gesagt, es war 2009 oder 2010. Da sind viele Leute krank geworden, nachdem sie in der Region um Leipzig Gras geraucht haben und sehr krank, weil eben in dem Gras auch Bleisulfid enthalten war. Also das war ziemlich assig. Warum machen die Dealer das? Erstmal natürlich, weil es keinen Verbraucherschutz gibt, es gibt kein Rückgaberecht, man kann sein Cannabis nicht testen lassen, es gibt keine Lebensmittelregeln dafür und natürlich auch wegen Profit, weil gestrecktes Gras wurde zum Teil auch mit Sand oder Glas gestreckt, ja dann natürlich einen teureren Preis erzielt, weil man ja Glas oder Sand für den Cannabispreis verkauft. Ja. Es gab doch mal irgendwie vor Discos und so weiter solche Mobile, wo man hingehen konnte und sich seine Pillen testen lassen konnte. Ich kenne mich da jetzt nicht aus mit synthetischem Kram oder so. Von wem? Ich weiß nicht, es gab da irgendeine Organisation, okay, die sich da einsetzte, die halt irgendwie sozusagen angeboten hat, okay, wenn er irgendwas gekauft hat, kommt her, wir testen das und so weiter. Mein letzter Stand war, dass das auch irgendwie, oder dass man denen auch juristisch irgendwie Steine in den Weg gelegt hat, dass das auch mittlerweile verboten ist, also so eine Art Qualitätskontrolle. Also es gibt immer wieder Forderungen, dass man Drug-Checking erlauben soll. Da gibt's da würde ich mal an deiner Stelle mal bei Ethan Rafe nachlesen. Es gab immer wieder so einzelne Projekte, dass du Drug-Checking machen kannst. Aber Drug-Checking ist auch nicht so, also so wie es mir bekannt ist, kannst du es eben darauf testen lassen, ob einzelne Substanzen enthalten sind. Aber du kannst es eigentlich nicht so richtig auf Verunreinigungen testen, sondern du kannst nur hingehen und sagen, ich habe hier Ecstasy gekauft, ist da auch wirklich MDMA drin oder eben nicht. Aber du kannst dazu mehr sagen. Ja, jetzt nicht auch großartig. Ich kann nur dazu sagen, dass so eine Art Aktion auf jeden Fall noch jedes Jahr beim Fusion Festival funktioniert. Also das Eclipse-Zelt, das dort neben dem Roten Kreuz aufgebaut ist, dort kann man sich beraten lassen über diese Drogen und auch die checken die durch. Aber meines Wissens eben nur, du gehst, also wie, hast du das machen lassen? Nein, da ich die Sachen nicht konsumiere, ich bin nur übers Rote Kreuz dort auf dem Festival, um zu helfen. Und wir können die Leute dann dort rüberschicken und sie ihnen die Tipps geben, dass sie sich an die wenden können. Ganz genau. Also Eclipse habe ich nochmal später als Organisation, aber wie gesagt, also Drug-Checking ist eine wichtige Forderung. Es gab dazu auch im Landtag eine Anhörung in Berlin. Es gab dazu in Hamburg Initiativen. Grundsätzlich ist es aber so, dass viele Politiker, für die ist das eher so bäh-bäh dann doch, weil sie eben lieber höchstens noch über Cannabis reden, aber nicht über diesen Chemiekram. Das ist denen irgendwie fremd. So, deswegen, also dass es wirklich Drug-Checking gibt, wo ich meine Pillen hintragen kann und wo mir dann gesagt wird, ist da was drin, was mich umbringen wird, das ist mir nicht bekannt, sondern mir ist eben nur bekannt, dass es andersrum geht, dass du schaust, ich habe hier eine Pille, ist da das und das drin, was ich vermutet habe zu kaufen. Das ist ja auch schon mal eine sinnvolle Information, aber es ist eben nicht das Ganze und es ist natürlich auch nicht richtig legal und in der Schweiz gibt es da auch viel zu. Safer Clubbing ist das Stichwort dafür. Ja? Gibt es die Möglichkeit, das zu testen? Also ich meine, das muss ein Labor machen, oder? Genau, es gibt so Teststreifen. Ich habe es ja gerade erklärt. Es gibt nur die Möglichkeit zu testen, ob ein Stoff enthalten ist. Es gibt aber nicht die Möglichkeit, so ein Chromatogramm zu machen, eben, wo du dann am Ende raus hast, hier ist dies drin. Das ist auch immer sehr kompliziert. Also man muss ja auch immer in diesen Laboren auch wissen, was
will ich suchen? So. Ich bin Chemiker. Du kannst nicht einfach da reinkippen und sagen, okay, dann schreibt er mir auf. Gut, okay. Also ich bin der Experte, also ich hab promoviert im pharmakologischen Thema. Ich kann dir das herstellen, wenn du willst, ich kann es dir auch analysieren. Aber ich brauche dafür Geräte und die sind teuer. Erstens das und du brauchst eben auch Rechtssicherheit, ne? Wenn ich wissen will, was drin will, brauche ich eine gute Analytik und die kostet Geld. Genau. Gibt es sowas schon für... Also ich müsste quasi 2 Milligramm Pulver haben in ein Chromatogramm rein und könnte ich dir sagen, was hauptsächlich drin ist und ob Verunreinigungen drin sind. Das geht schon. Das geht ruckzuck, wenn ich das richtige Gerät habe. Aber das ist, die kosten so ein paar hunderttausend. Ja. Gut, dann ist es nicht so für die Masse und für den mobilen Einsatz leider nicht geeignet und es muss ja eigentlich im Club eingesetzt werden, aber es gab immer wieder Drug-Checking-Versuche in Clubs. Gib mal an Herr Obach und dann an Wiesele. Nee, erst war Wiesele dran. Eigentlich nur ganz kurz, scheinbar gibt es in Berlin-Brandenburg eine Drug-Checking-Geschichte, die im Rahmen des staatlichen Angebotes, also staatlichen Drogenprävention oder sowas sich etablierte. Also ich weiß nicht, inwieweit das... bedeutet, dass es rechtlich zumindest möglich scheint. Also bezüglich Drug-Checking sollte man sich an Tibor Harach mal wenden. Der kennt sich, der weiß alles darüber. Es gab viele Jahre eine Drug-Checking-Initiative auch in Berlin, die auch richtig viel Politik gemacht hat. Und dazu sollte man sich einfach mal einen Vortrag von Tibor Harach anhören. Der weiß alles. Alles weiß der. Ja, im Prinzip ist das ja eigentlich das ideale Betätigungsfeld für einen Bundeswehreinsatz im Inneren. Die ABC-Panzer haben ja einen großen Chromatographen eingebaut. Die müsste man dann nur vor den Club stellen, oder? Das ist gut, ich freue mich, wie ihr euch mit Militär auskennt. Nee, ich finde es ja gut, kenne den Feind. In Berlin haben wir Drug-Checking im Koalitionsvertrag. Das heißt aber nicht, dass daraus irgendwas wird, weil alles andere natürlich dringender und wichtiger ist. Also ich meine, die Clubs müssen in Berlin ja auch erstmal erhalten bleiben. Wem bringt schon so ein Drug-Checking vom Club, wenn es keinen Club mehr gibt? Ne? Genau, aber Drug-Checking ist halt schon auch ein schönes Ding, genauso ähnlich wie Cannabis als Medizin, ein schönes Thema, wo meiner Ansicht nach Musik drin ist. Weil bei Drug-Checking kriegt man eben die Debatte ganz gut weitergedreht, eben auch auf Chemie und auf Multisubstanzen und so. Und eben das Problem in der drogenpolitischen Debatte der letzten Jahre ist, dass es halt immer nur auf Cannabis ist. Ne? So, nächster Punkt, ja? Also wenn ich die Substanz kenne, die ich suche, dann ist es kein Problem. Ganz genau. Und dann kann ich gucken, ob die sauber ist oder nicht. Das geht relativ billig. Aber wenn es eine Substanz ist, die ich nicht kenne, dann habe ich ein Problem. Ganz genau. Das Richtig. Ist eigentlich also riskant sind die Substanzen, die wir nicht kennen. Also wenn ich nicht weiß, was ich suche, dann wird es richtig teuer und aufwendig. Richtig, ganz genau, so ist es. Also wenn du mir sagst, was du suchst. Aber auch das andere ist nicht flächendeckend, wird nicht flächendeckend gemacht, natürlich. Also man trifft immer wieder im Club dann auch so Leute, die Drogeninfostände machen, aber das ist natürlich immer so ein Graubereich und das ist ja eher noch so eine politische Aktion. So, Aufnahme von Substanzen ins BTMG, ungefähr so alles halbe Jahr, alles Jahr werden mal wieder neue Substanzen aufgenommen, eben auch diese sogenannten neuen Chemiedrogen, die dann so gekommen sind, die werden dann ins Betäubungsmittelgesetz aufgenommen und es gab in diesem Zusammenhang die Debatte um Spice, wo es eben auch so ein analytisches Problem gab. Wir hatten irgendein Zeug, das als Duftkissen verkauft wurde, aber jeder wusste, es handelt sich hier um so eine Art Cannabisprodukt. Man wusste aber nicht, was drin ist. Und später hat dann ein Labor in Frankfurt festgestellt, es handelt sich hier um synthetisches Cannabis, was hier enthalten ist. Und dann hat aber die Bundesdrogenbeauftragte auch reagiert. Ja. Genau, was ich auch noch ganz interessant finde für die Piraten, aber was ich jetzt nicht als größtes Problem sehen würde und ich würde auch davor warnen, dass man den Fokus darauf ausschließlich setzt, sind, wir haben natürlich schon auch immer Ritalin-Berichte und auch die Piratenpartei hat das ja zum Thema gemacht, also zumindest ist mir das von Christopher Lauer bekannt, dass er das in dieser ARD-Doku gesagt hat.
Ja, also ich finde die Debatte eine interessante Ergänzung, einfach drogenpolitisch. Und da können wir ja später in der Strategiedebatte drüber reden. Und wir haben auch nur 20 Minuten, ich rede ein bisschen schneller. Wir hatten die Alkopop-Debatten und wir hatten auch Rauchdebatten immer wieder. Wir haben Dealer-Debatten auf kommunaler Ebene sehr häufig, wenn sich Bürgerinitiativen gründen und wegen der Kinder, die Dealer vertreiben wollen. Es gibt auch kommunalpolitische Erfolge, also wo man eben sagt, man will die Dealer den auch nicht aus dem Park vertreiben, man will die Dealer da haben. Und meiner Ansicht nach sind solche Debatten immer sehr stark auch sozialdarwinistisch und häufig eben auch rassistisch mit konnotiert, so Dealer-Debatten. Ne? Muss ich das weiter erklären oder ist es klar? Gut. Und es gab den Kanzlerdialog von Angela Merkel, wo der Deutsche Hanfverband eine Cannabis-Frage gestellt hat, was glaube ich noch vor der PI-Frage war, also ganz vorne, und dann eben auch viel Presseöffentlichkeit generiert hat. Der Deutsche Hanfverband ist sehr stolz auf diesen politischen Erfolg. Es ist auch gut, dass Cannabis auch mal in der Öffentlichkeit war, aber ich glaube nicht, dass die Parteien im Bundestag dadurch ihre Politik geändert haben. Also ich halte ja diesen ganzen Kanzlerdialog auch eher für eine Demokratiesimulation. Genau, jetzt kommen wir hier zu dem Bereich, ihr müsst hier eure Klüngelei müsst ihr schon transparent machen und bitte nicht rausgehen. Ich möchte gerne, Ich habe dem Kollegen Kowalewski gerade vorgeschlagen, zu dem Drug-Checking mal 21-3er anzumelden für den Ausschuss, damit wir das in Berlin ein bisschen vorankriegen. Jo, 21-3. Was ist 21-3? Was ist das, 21-3? Der 21-3er ist der Antrag auf Selbstbeschäftigung des Ausschusses unter Einbeziehung der Verwaltung und des Senats. Dann kann man da mal hässliche Fragen stellen, wie weit das geht. Und die Koalition kann sich positionieren, die Verwaltung kann was dazu sagen. Kann man denen damit klar machen, dass man das noch nicht vergessen hat, was in ihrem eigenen Vertrag steht. Und ja. Das macht halt weniger Arbeit, als gleich einen ganzen Antrag zu schreiben. Ja, klar, das ist, glaube ich, immer gut, die daran zu erinnern. Mein Petitum wäre natürlich, sich da mit den anderen so ein bisschen abzusprechen, aber ich glaube, damit das taktisch im guten Moment kommt, aber ich glaube, ich kenne mich nicht. Machen die Grünen auch nicht? Wer ist denn da drogenpolitische Sprecher? Bene? Okay, alles klar. Also der drogenpolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus ist nicht bekannt. Aber vielleicht ist er mir ja bekannt, da fällt mir wieder ein. Genau, jetzt mal kurz zum Praktischen. Hier geht es ja ums Drogenfachgeschäft. Ich mache jetzt aber noch schneller, damit wir gleich wenigstens noch ein bisschen diskutieren können. Wichtig ist es sich, wir gehen mal davon aus, dass nicht das Ziel ist, sich immer absolut abzuschießen, sondern wir gehen jetzt mal davon aus, dass es einen einigermaßen gesunden Drogenkonsum geben kann. Dafür ist es wichtig, informiert zu konsumieren. Das hatte Demit 86 ja jetzt gerade auch schon gesagt. Bei der Fusion gibt es ein Eclipse-Zelt, da gibt es ganz viele Flyer. Es gibt auch von Drug Scouts, von Alice und von Eve auch Flyer. Erovit ist ein englischsprachiges Internetangebot, wo man sich sehr detailliert über Drogen und Psychonautik und Drogen, Botanik und alles, wirklich alles informieren kann. Also Erovit ist wirklich eine ganz große Informationsquelle. Da könnt ihr hingehen und nach 5 Jahren wieder weggehen und habt es immer noch nicht durch. Drug Scouts sind eine Initiative aus Leipzig, die auch schon kommunalpolitisch Probleme mit der CDU und mit so Konservativen hatte, weil sie eben einen Heroin-Flyer rausgegeben haben. Hier zeigt sich dann eben auch wieder die Abstinenz-Ideologie. Also die haben wirklich Probleme bekommen, das war wirklich stressig. Und solche Organisationen könnt ihr einfach alle mal googeln, wenn ihr sie noch nicht kennt. Wichtig ist es auch, genau zu dosieren. Mir sind Beispiele bekannt, dass zum Beispiel in Thüringen auf dem Land, wo es eben dann Autokontrollen gibt, wo Leute dann Gamma-Hydroxybuttersäure, also GHB, Liquid Ecstasy, was man ziemlich genau dosieren sollte, am besten mit einer Spritze, mit einem Bierdeckel dosieren.
Eben weil sie nicht wollen, dass die Spritze gefunden wird. Hier zeigt sich eben auch, wie schlimm das ist mit der Prohibition. Also da kommt es dann eben sehr leicht zur Überdosierung. Also bei einer Droge, wo es einen Unterschied macht, ob man 1 Milliliter oder 1,5 Milliliter, also es macht einen sehr großen Unterschied, ob man 1 Milliliter oder 1,5 Milliliter nimmt. Ja, da ist es eben auch sehr unfair und schädlich, wenn man eben die Möglichkeiten, die Droge zu dosieren, vom Staat und vom Recht genommen bekommt. Was ich auch noch für wichtig halten würde, ist eine gute Peer Group. Habe ich mir jetzt Fraternisieren ausgedacht. Also das ist Zufall, dass das IDF heißt. Bitte keine Verschwörungstheorien machen. Ja, gemeinsam konsumieren, auf Freunde hören. Es existiert schon Wissen über Drogen eben in den Peer Groups, auch wenn es wenn wir im Zeitalter der Prohibition reden, und eben diese Drogenkultur wäre mein Plädoyer, dann später für die Zeit der Legalisierung dann eben weiter zu nutzen. Und natürlich muss man wissen, wann Schluss ist. Man muss auch wissen, dass man vielleicht, wenn man Drogen konsumiert hat, nicht spürt, wann Schluss ist, aber wenn man das sich merkt, dann wird es, kann es besser werden, als dass man eben in der Gosse liegt und zuckt und nichts mehr mitkriegt. Das möchte ja keiner erleben. Ne? Genau. Ich habe natürlich jetzt nicht das Drogenfachgeschäft vorgestellt. Ihr könnt euch das alle durchlesen im Internet. Faktisch ist es so, dass man natürlich eine Drogenlegalisierung auf unterschiedliche Arten machen kann, und das würde ich eigentlich gern mit euch diskutieren. Wir können aber auch was anderes diskutieren, da zeige ich euch die andere Folie und wir entscheiden uns gleich. Also wir können zum einen darüber diskutieren, wie soll das eben auf verschiedenen Modulen dann funktionieren mit der Legalisierung. Soll es die Drogen im Supermarkt geben? Wo sollen die eigentlich herkommen? Wie sollen die Leute ausgebildet sein, die die verkaufen? Soll man für jede Substanz einen Drogenführerschein machen sollen? Ich habe nämlich gehört, dass auf der Mailingliste der Piraten sowas diskutiert wird, beziehungsweise dass eine Person, die auf der Mailingliste der Piraten sehr wichtig ist, mit der ich zufällig bekannt bin, die ich auch mag und die ich auch für einen guten Drogenpolitiker halte, gesagt hat, dass man für jede Substanz dann erstmal eine Beratung machen muss. Also ich finde, das könnte man nochmal kritisch diskutieren. Ja, oder will man es eher total durchreguliert? Also mit Schwedisch habe ich versucht, euch so ein Gedankenexperiment zu geben, wie es das Gegenteil von neoliberal und selbstorganisiert sein kann. Ich weiß nicht, ob das trifft, aber ich denke mir schon, also sehr restriktiv. Da gibt es ja jetzt dann schon auch Alkohol nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit und auch nur in Alkoholfachgeschäften. Wie in Baden-Württemberg. Genau, Baden-Württemberg ist wie in Schweden. Genau, das können wir diskutieren. So, na? Lustig. Oder wir diskutieren das hier. Wir haben nämlich nur noch eine Viertelstunde Zeit oder 10 Minuten. Die etwas abstraktere Sache, kann oder soll Rausch gesund sein? Optimieren wir uns alle selbst, auch mit Drogen? Und welche Drogenpolitik passt zur Piratenpartei? Was wollt ihr lieber? Wollt ihr lieber diskutieren, wie sollen Drogen legalisiert werden? Wollen wir Drogenkonsumkultur, also wollen wir Drogenfachgeschäft, wollen wir Drogenunterricht in der Schule, wollen wir ausgebildete Drogenverkäufer, wie soll unsere Drogenkonsumkultur aussehen? Okay, dann gehe ich mal zurück. Bla 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 bla. So, und dann können sich Leute jetzt schon mal für die Redeliste melden und ich schreibe irgendwas an die Wand. Wollt ihr lieber das lustige Katzenbild oder das Bild davor? Ja, da sind Katzen. Oh, scheiße. Ja, das soll man ja nicht mehr sagen bei der Piratenpartei. Okay. Scheiße. Kackscheiße. So. Ach, Malte. Malte ist ja auch gegen das Kiffen, ne? Malte hat, da gibt es auch noch eine Folie zu. Die lassen wir jetzt aber weg. Es gibt eine Malte-Welding-Folie, wo sich nur damit beschäftigt wird, dass Malte Welding Julia Schramms Buch falsch interpretiert hat. Aber wir haben leider keine Zeit. Wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit, über Drogenfachgeschäfte zu diskutieren. Los geht's! Ich mache hier so eine Masse und schreibe ein paar Sachen in die Wand. Wer will? Wer hat denn jetzt ein Drogenfachgeschäft? Ja, die haben.
glaube nicht. Ich sehe in fragende Gesichter. Oh, der Herr Morlang möchte was. Also ich meine, an der einen Stelle, wenn man jetzt diese Debatte aufmacht, stellt sich für mich die Frage, mit welcher Handelsware möchte ich es vergleichen, um mal so eine grobe Orientierung zu bekommen, was auf der Verordnungsebene, was im Bereich Ausbildung und so weiter gemacht werden will. Man kann es vergleichen mit Alkohol, man kann es vergleichen mit Waffen, ja, die ja auch kontrolliert sind, aber verkauft werden. Man kann es natürlich auch vergleichen mit Tempotaschentüchern, das wäre ein ziemlich freier Verkauf. Aber ich glaube, da wäre so, um das Ganze zu veranschaulichen, was für ein Rattenschwanz da jeweils dranhängt und welche Vertriebs- und Kontrollmodelle und Strukturen es gibt, die man möglicherweise kopieren kann, ein ganz interessanter Einstieg, weil es sagte mal jemand, die Verwaltung ist immer sehr gut darin, Dinge zu replizieren und ist immer sehr schlecht im Bereich Innovation. Und wenn man der Verwaltung sagt, guck mal, wir machen das jetzt wie dort, ja, dann wissen die schon mal ziemlich schnell, was sie machen müssen und welche Strukturen sie aufbauen müssen, um den Apparat zu schaffen, der das dann auch entsprechend verwaltet. Von daher würde ich da, glaube ich, anfangen, welcher Handelsware kann man es denn vergleichen in der Bereich Handel und Abgabe? Ja, ich würde es mit Drogenfachgeschäft mit einer Apotheke vergleichen, wo es rezeptfreie Medikamente gibt. Also, dass man halt nicht dieses Rezept braucht wie bei rezeptpflichtigen Medikamenten, sondern halt eher, aber halt ein Spezialgeschäft, das wirklich ausgebildetes Personal hat, das sich mit dem Zeug auskennt, das auch beraten kann. Also wie eine Apotheke, also eine Drogerie, genau. Ja, aber eher also Richtung Apotheke gehend, aber also halt Fachpersonal, das sich damit auskennt und zwar nicht nur mit den Inhaltsstoffen, sondern auch mit dem Konsum auskennt. Ja. Das finde ich ganz wichtig, dass ich das Zeug, wo ich das kaufe, auch mich beraten lassen kann. Also ich finde das ziemlich gut gemeint. Ja, eine Erstberatung und eine Nachberatung ist bestimmt ganz toll und sinnvoll. Aber in den meisten Fällen ist das Ding für mich wahrscheinlich dann eher ein Späti. Also ich könnte mich zum 10. Mal beraten, wie ich kiffe. Kann man machen. Bringt jetzt nicht so viel. Von daher, egal ob man da jetzt einen Erstberatungsnachweis hat, der es einem ermöglicht, in einen Laden zu gehen, der nicht über diese Kapazitäten verfügt, finde ich das halt ziemlich ein Overkill. Also du hattest gesagt, nochmal kurz, du hast gesagt, nicht Verschreibung. Nicht Verschreibung. Also nochmal, ich sagte, ich möchte Fachpersonal haben, das sich mit dem Zeug auskennt und weiß, was es tut und halt also wie eine Apotheke ausbildet, aber behandeln wie rezeptfreie Medikamente. Wenn du dann Heroin kaufst, sollen die dich so angucken mit so einem Blick, damit du nochmal abgeschreckt wirst? Nein, sollen sie nicht. Genau, das würde ich auch unterstützen, weil da geht ja schließlich bei Apotheken ist es jetzt mittlerweile eher so, dass man da irgendwie seine Bonbons kauft oder irgendwelche Zuckerkügelchen. Aber in der Regel ist es da ja hoch ausgebildetes Personal, was eigentlich auch beraten soll. Das heißt, was dann eben dann fragen kann, okay, pass auf, willst du hier dein Heroin, ist gut. Was nimmst du denn sonst so an Medikamenten und einfach zur Dosierung Tipps gibt und so weiter. Klar, das ist dann für denjenigen, der es schon Ewigkeiten nimmt und souverän ist, eben überflüssig vielleicht, aber halt eben einfach, so... Dosierungstipp und Kontrolle im Prinzip, wie es halt eben auch bei Medikamenten sein sollte. Dafür sind die ausgebildet, Leute. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, so als Beispiel hätte ich da eher so die kalifornischen Medical Marijuana Dispensaries im Blick, weil die ja eben nicht so aussehen wie eine DM-Filiale oder eine Apotheke, sondern halt eher so ein netten Eindruck machen, also gemütlich sind auch. Und da denke ich mal, wird man sich auch eher vielleicht mal gemütlich beraten lassen, als jetzt irgendwie in so einer Neonlicht-Atmosphäre. Wenn Beratung denn pharmakologisch gebunden wird.
Ja, zu dem Punkt mit gemütlicher Atmosphäre, und es soll nett sein, damit ich da mich auch kurz beraten lasse, könnte man da auch noch gleich einbauen, wie schaut es aus mit Werbung? In dem Sinn darf jetzt, also wenn es jetzt steril weiß ist, darf vorher noch ein Pack, so ein Plakat stehen mit teste auch unser neuestes XY-Produkt. Möchte man überhaupt, dass es Werbung dafür gibt in Zeitungen, in den Medien? Soll es nur ein Eckladen sein, wo man, wenn man weiß, dass man hingeht, oder so, darf draußen groß eine Reklametafel stehen? Also einerseits brauche ich eine Beratung, wie die Wechselwirkungen sind von verschiedenen Drogen. Ist bei Medikamenten ähnlich. Ich habe Erfahrung mit einer, aber ich weiß nicht, wie es wechselwirkt mit anderen. Und ein weniger problematisch sind Drogen, die sehr bekannt sind, die rein sind, aber kritisch sind Sachen, die neu sind. Und wenn Chemiker eben mal eine Gruppe verändern, ist die Wirkung ähnlich, aber kann doch die ganz, ganz andere Nebenwirkungen haben und ganz, ganz andere Wechselwirkungen. Das ist so eine Sache, wo, wenn man so experimentieren will mit neuen Drogen, das ist halt sehr, sehr kritisch. So, Cannabis ist halt doch sehr lange eingeführt, das kennt man, weniger beratungsintensiv, würde ich sagen. Nochmal ich dran. Ich wollte übrigens, als ich vorhin sagte, mit Apotheken-like, meinte ich jetzt nicht, wie steril wie eine Apotheke aufgebaut, sondern nur halt ein Lizenzierungsverfahren, Ausbildung, das wollte ich da, also nur zur Klarstellung. Das war nicht gemeint, dass es aussehen soll wie eine Apotheke. Das ist mir erstmal ein völlig anderes Problem. Genau, ich weiß nicht, achso, ja, in Holland, ich weiß nicht, in Holland in den Coffeeshops, da liegen ja dann auch beispielsweise so Infozettelchen aus, wo dann halt eben gesagt wird, hier, pass auf, das und das kann an Folgen kommen und so weiter. Also Beipackzettel wären natürlich dann auch entsprechend schön, so, dass man also nicht nur den netten Verkäufer hat, sondern auch noch selber sich über das alles anlesen kann. Wichtig fände zu dem Punkt mit der Werbung, dass so ein Angebot mit Drogenvergabe und sowas seitens des Staates kommt und wir vermeiden, dass es sowas wie Werbung und ich habe das bessere Produkt. Wir sehen das auch, wenn das so ein vielleicht ein vager Vergleich ist, jetzt vor kurzem bei allgemeinen Lebensmitteln, Fruchtsäfte mit Gelatine oder sowas, ist vielleicht ein nicht ganz so gutes Beispiel, aber wenn wir anfangen, da so einen großen offenen Markt mit Drogen zu haben, gibt es sicher dann auch wieder so Sachen, selbst mit Streckmitteln, auch wenn wir da recht strenge Regeln haben, und sowas würde ich ganz gerne vermeiden. Dass man Werbung in Fachzeitschriften oder so macht, ist, denke ich, eine andere Sache, aber jetzt Plakate auf der Straße, wenn es ein staatliches Angebot ist, weiß ich nicht, ob das nötig ist. Naja, wir verfügen ja über eine große Infrastruktur für die Abgabe von Drogen. Wird das in Kombination mit anderen Dienstleistungen kombiniert. Also sowas wie Musik, Sitzgelegenheiten, Tanzflächen. Von daher könnte man ja auch einfach mal aus diesem, oh mein Gott, wir müssen Fachgeschäfte machen, rübergehen mit, okay, wir können da differenzieren, aber es gibt durchaus Substanzen, und deshalb halt erst Beratungsnachweis für die Bürokraten unter uns, aber sorry, ich will am Tresen nicht nur ein Bier kaufen, ich will da auch irgendwie meine Tüte kaufen, das kann ich angehen, dass ich dafür in ein Fachgeschäft gehen muss, was irgendwie restriktive Öffnungszeiten hat und den ganzen Scheiß, weil irgendwelche Leute der Meinung sind, ich müsste nach 20 Jahren immer noch beraten werden. Das ist also einfach eine Einschränkung, da müsste man erstmal sehen, welche Rechtsgüter da abgewogen werden, damit man mich so dramatisch einschränkt, und wo da der Vorteil liegt. Genau, aber das ist super, dann kannst du auch noch drauf gleich eingehen. Ich wollte nämlich den Punkt mit den neu erfundenen Drogen nochmal kurz aufgreifen, inwieweit man Zulassungsverfahren bräuchte in dem Sinn. Also gut, alte Sachen wie THC kennt man, aber wenn jetzt eben eine neue Gruppe rankommt, was ist dann mit dem Medikament? Sollte man, Medikament mit der Droge, sollte man die Drogen medikamenten-like auch testen, in dem Sinne, wo sind meine letalen Dosen? Wie verträgt es sich zu anderen? Welche Nebenwirkungen gibt es? In dem Sinn, kann es Probleme geben, die ich ja auch, auf die muss ich ja auch hinweisen können dann. Das heißt also, ich muss Tests irgendwie machen können. Wenn ich jetzt Drogen nicht mehr verbiete, ist dann die Frage, inwieweit muss ich dann neue auf den Markt bringen? Weil ich meine, dann muss man eben nicht mehr nur hier eine Methylgruppe noch ändern, damit es wieder legal wird. Eben diese Frage, inwieweit Drogen dann medikamenten-like eben getestet werden müssen und eben für die Packungsbeilage eben.
Also ich würde, wir haben in Deutschland eine super Infrastruktur für die Herstellung von Medikamenten, also auch für Drogen. Also ich würde die Herstellung sehr stark kontrollieren, dass wir eine kontrollierte Reinheit oder haben, sodass man weiß, wie ein Medikament, da steckt so und so viel Milligramm Wirkstoff drin, sodass man das als Konsument viel besser kontrollieren kann, was man dann nimmt. Ich glaube, das ist einer der größten Probleme, dass ich, wenn ich was im schwarzen Markt kaufe, dass ich gar nicht weiß, welche Qualität ich vor mir habe. Und das kann man heute super gut regeln. Also wir haben Auftragshersteller, pharmazeutische Hersteller, die können das in einer definierten, kontrollierten Qualität liefern, sodass jeder weiß, so und so viel ist drin und das ist das Risiko, was ich eingehe. Bei neuen Drogen, da würde ich eher restriktiv sein. Ich glaube, es gibt genügend Drogen, die auf dem Markt sind, die man sauber herstellen kann, wo man eine ausreichende Auswahl hat. Was Neues einzuführen, ist immer dauert jahrelange Erfahrung, die man oder müsste Tests machen, die richtig teuer sind und brauchen wir das? Ja, also die vorhanden sind, sauber herstellen und also in der super Qualität, die kontrollierbar ist, die nachvollziehbar ist, wenn man sich darauf konzentriert, das wäre ein Erfolg. Ich habe nochmal, sind noch Meldungen da, sonst habe ich nochmal eine provokative Frage. Ich würde gerne noch wissen, was denn die Drogen eigentlich kosten sollen und welche Preispolitik man machen würde. Darf ich dazu? Also die Produktionskosten von den meisten Substanzen sind extrem gering. Also das ist, also die Substanzen, die ich kenne, so, wenn du das chemisch herstellen willst, ein guter Auftragsteller von den Ausgangssubstanzen her, das kostet nicht viel. Also selbst das sauber herstellen, ist die Prozesse sind etabliert, das ist das Geringste. Also da hast du Fantasiepreise, wie du willst. Das, was es teuer macht, ist eigentlich, dass es nicht legal ist, dass man damit viel Geld verdienen kann und dass dann eine ganze Drogenmafia dahinter steht, das ist eigentlich das Eigentliche. Das war jetzt aber nicht die Frage. Die Frage ist, was soll das für den Endverbraucher kosten? Zum einen ist ein Preis ja auch immer geeignet, um mein Produkt besser laufen zu lassen oder schlechter laufen zu lassen. Und zum anderen muss man sich auch die Frage stellen, werden die Preise festgesetzt oder gibt es ein Konkurrenzmodell? Also ich finde die Frage schon nicht unerheblich. Also dass du sagst, man will es so stark staatlich kontrollieren, dass man eben sagt, man macht Standardpreise und dann schwebt dir vielleicht gleichzeitig auch noch, das kann man machen und wenn man generell, also es gibt meiner Ansicht nach auch viele Argumente für eine starke Kontrolle der Herstellung und staatlich da sehr stark drin zu sein. Genauso gibt es aber auch viele Argumente, vielleicht, dass man einfach beim Konsumenten staatlich nicht mehr so stark drin ist. Ich würde vielleicht noch eine provokative Frage stellen. Das heißt, man muss ja doch wieder ein Ranking machen zwischen gefährlichen und weniger gefährlicheren Drogen, oder? Also das... Aber also, ich verrate euch ein Geheimnis, das Drogenfachgeschäft der Grünen Jugend hat auch 4 Stoffklassen gebildet. Aber ja, sag mal was. Naja, ich denke, bei den Abgabepreisen man einfach halt schauen muss, so Produktionskosten, dann ist halt irgendwie Lagerung und der ganze Kram, also das ist halt Kontrolle und das muss halt den Preis widerspiegeln, aber deswegen muss jetzt nicht irgendwie das Zeug so teuer wie auf der Straße sein, wenn es eigentlich halt viel billiger hergestellt werden kann und ich denke, was man vielleicht noch dazu nur mit einpreisen muss, ist unter Umständen, dass Menschen, die vielleicht dann Drogen noch nicht vertragen, denen medizinisch geholfen wird, dass es halt irgendwie von der Allgemeinheit der Konsumenten getragen wird, also dass ein Teil davon ins Krankensystem, also ins über zum Beispiel eine Steuer, wie auch immer die dann aussieht, aber dass es halt eingepreist ist auf jeden Fall, auch speziell mit dem Verwendungszweck Drogenaufklärung, also Unterricht dafür und auch natürlich dann medizinische Behandlung, wenn Leute irgendwie auf dem Trip hängen bleiben und dergleichen, dass wir das als Allgemeinheit der Drogenkonsumenten mittragen einfach halt auch. Man müsste ja zumindest sicherstellen, dass die Qualität gewährleistet ist. Das müssten zum Teil auch Drogen, die man woanders gekauft hat, von diesen Stellen getestet werden können. Also das heißt, ich habe die irgendwo anders gekauft, bin mir unsicher oder ich weiß nicht mehr, ich habe die Packung weggeschmissen und weiß nicht, was es wirklich ist. Ja, hallo. Oder mir hat irgendjemand was angeboten, was habe ich da genommen?
dass man das in so einer Stelle, ohne dass man kriminalisiert wird, dass man das abgeben kann und sagt, hier, ihr verkauft das, ihr müsst es auch, ihr habt eine Verpflichtung, das für mich zu testen. Das ist ein interessanter Ansatz, das schreibe ich mal auf das Dokument und ihr beide sagt was dazu. Ja, also ich weiß, auch wenn wir hier jetzt von Drogen reden, müssen wir da vielleicht mal einen Realitätsabgleich machen. So, ich weiß nicht, wer von euch letztens mal so in der Drogerie war. Ja, das sind diese Läden, wo man diese bei Nerds eher unbeliebten Dinge kaufen kann, mit denen man sich wäscht. Aber da gibt es halt auch noch eine ganze andere Menge. Also es gibt da diese Regale voll Gedöns. Ich meine, wir haben die Apotheke mit der Aspirin, wir haben die Ibos, wir haben irgendwie in der Drogerie das Chlorix, wir haben da jede Menge andere Substanzen, die hochgefährlich sind. Wenn ich davon zwei mische, kriege ich Chlorgas. Davor wird irgendwo auf diesem kleinen, also auf der Verpackung gewarnt, ja, dass man irgendwie den tollen Sauerstoff-WC-Reiniger nicht mit dem Domestos mischen soll, weil sonst gibt es Chlor. Also wenn man mal einfach mal ganz kurz entspannt guckt, was ist in diesem Land eigentlich frei erhältlich und wie gefährlich das ist. Über die großen Messer, ja, die es im Fachgeschäft gibt, können wir auch noch mal reden. Es gibt unglaublich gefährliche Dinge, mit denen man unglaublich viel Schaden anrichten kann, die komplett beratungsfrei abgegeben werden. Und jetzt sollen Substanzen, die ein bisschen an ein paar Rezeptoren kitzeln, eine gigantische Sonderstellung kriegen, furchtbar bürokratisiert werden mit Zwangsberatung und what fucking ever. Ich sehe da einfach keine Verhältnismäßigkeit. Also entweder müssen wir im Sinne der Verhältnismäßigkeit dann auch die Abgabe von Chlorix mit Zwangsberatung, weil das Zeug ist gefährlich. Ja, wenn das in Kinderhände kommt, haben wir echte Probleme mit. Oder wir gucken mal, ob wir diesen ganzen Überbau, den wir hier gerade diskutieren, bei ein paar Substanzen, die ein bisschen an Rezeptoren kitzeln, irgendwie mal wegnehmen aus dieser Debatte, weil diese Debatte ist gerade vollständig grotesk. Danke. Ja, ich finde auch, dass da gerade Sachen vermischt werden. Man kann entweder so ein System machen, was halt so ein bisschen an die freie Wirtschaft erinnert, wo sozusagen wie in jedem anderen Geschäft auch Dinge verkauft werden, aber das dann irgendwie an so eine Verpflichtung zu binden, irgendwie Substanzen zu kontrollieren, ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt irgendwie jeden Supermarkt verpflichten würde, meinen Fusel, den ich irgendwo gekauft habe, irgendwie zu testen, ob da auch kein Methanol drin ist. Das wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Oder man sagt tatsächlich, okay, im Sinne einer großartigen Gesundheitsförderung wollen wir das Ganze nur staatlich kontrolliert irgendwie mit extrem hohen Preisen, weil durch eine hohe Steuer erzielt man natürlich auch eine hohe Steuerungswirkung. Das funktioniert aber nicht beides gleichzeitig und ich wäre tatsächlich eher geneigt, das Ganze ein bisschen liberaler zu gestalten, weil staatliche Überkontrolle hat meistens nicht wirklich geholfen. Also ich glaube, wenn man eine realistische Drogenpolitik auf diesen Überlegungen aufbauen möchte und ernsthaft vorhat, auf Gesetzgebungsprozesse einzuwirken, die irgendwas davon umsetzen, dann sollte man eine Infrastruktur schaffen, die so restriktiv wie möglich ist, ohne dass das inhärenter Teil dieser Infrastruktur ist. Dann kann man nämlich erstmal die Infrastruktur schaffen mit relativ starken Restriktionen und kann das dann Stück für Stück aufweichen. Denn eine Sache ist klar, Domestos und Sauerstoffreiniger, egal wie gefährlich die sind, sind in der Bevölkerung allgemein anerkannt. Also jeder in der Bevölkerung alle sind sich einig, dass man das kaufen soll, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, genauso wie sich in den USA alle einig sind, dass man Waffen kaufen können soll, völlig unbeschränkt. Das könnte man hier auch nicht auf einen Schlag einführen. Umgekehrt könnte man hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen einführen. Ja? Also das, was gesellschaftlicher Konsens ist, das muss man als real, glaube ich, anerkennen und muss sich dem erstmal annähern, um das dann Stück für Stück aufzuweichen. Denn so ist es mit Medikamenten ja auch passiert. Ich kann heute in der Apotheke Medikamente rezeptfrei kaufen, die konnte ich in meiner Jugend nicht rezeptfrei kaufen. Die Infrastruktur war schon da, das Rezept war schon da, man musste nur das Rezept wegfallen lassen und konnte alles andere so lassen, wie es war. Und ich denke, das ist sozusagen der Weg, den man gehen will. Ob man bestimmte Substanzen, Marihuana und alles THC-basierte Produkte, ob man die vielleicht von vornherein schon mal rausnehmen möchte und einen Schritt tiefer hängen möchte, das wäre nochmal eine andere Überlegung. Aber alles andere ist gesellschaftlich so derartig wenig konsensfähig,
dass man mit jeder Maximalforderung nach einer höchstmöglichen Liberalisierung nur sicherstellt, dass das sofort in eine Ecke abgeschoben wird, wo es nicht weiter diskutiert wird. Also wir hatten eigentlich gesagt, dass wir jetzt Schluss machen, ne? So, ich sage noch mal ein bisschen was zum Schluss, nicht? Also vielen Dank für die Mitarbeit. Es gibt eben dieses Konzept des Drogenfachgeschäfts. Ich werde einfach eine Linkliste dann mit dem, womit ich meinen Vortrag gemacht habe, reiche ich dann noch ein für die Open Mind. Dann kann man das nochmal nachlesen, inklusive dieses Brainstormings, das wir da gerade gemacht haben. Wie gesagt, Drogenfachgeschäft könnt ihr auch einfach googeln, dann könnt ihr sehen, welche Gedanken sich das Fachforum Drogen der Grünen Jugend und vor allen Dingen Max Plenert, der heute beim Deutschen Handverband arbeitet, sich dazu einfach für Gedanken gemacht hat. Die Piraten haben ja auch selber eine Mailingliste, IG Drogen heißt sie, ne? De Beer? AG Drogen heißt sie. IG Sucht, AG Drogen, genau. Ich weiß. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn ich euch nicht die kleinsten Rechtssachen jetzt erklären konnte, aber es geht, glaube ich, einfach darum, um so eine Drogenmündigkeit in der Gesellschaft und auch das mit dem gesellschaftlichen Konsens finde ich auch nochmal ganz wichtig. Es wird sehr, sehr, sehr schwer, eine drogenpolitische Debatte zu machen. Man hat da immer sehr, sehr, sehr viele Vorurteile. Und ich würde mich aber sehr freuen, wenn die Piratenpartei auch ihr Teil dazu beiträgt, einen neuen Schwung in die Drogenpolitik hineinzukriegen. Das ist aber nur, wenn ihr eine gute Kampagne habt, nicht einfach so, das kann nur schief gehen. Dann kommt RTL und alles ist kaputt.